Seattle, Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Ja, würde man sagen, auf in den Krieg. Ich bin jetzt still, ich sag bloß, wenn der Katze hier nichts. Ist das Mikrofonrauschen, was gerade angemerkt wurde, wirklich hoch? Oder geht es noch? Ich sehe ja einen Ausschlag, wenn ich mal nichts sag, aber... Ich hoffe halt, dass es trotzdem unterdrückt wird durch den Spielsound. Ja, die PS4 lüftet gerade mal gewaltig durch. Die muss hier gerade 1000 Farben gleichzeitig rendern. Das ballert. Ich höre es kaum, weil wenn es natürlich hart ist, dann ich kann sie nachbearbeiten. Muss ich mal genauer schauen. Auf morgen dann. Ist nicht so schlimm. Ja, wenn man es natürlich jetzt extrem hört, ist es halt scheiße dann fürs ganze LP. Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Jetzt galoppiere ich mal bestimmt nicht. Jetzt wird es eigentlich erst interessant hier. Ich kann es noch nicht glauben, dass Joel wirklich tot ist. Ich kann es nicht glauben. Ohne Scheiß. Mich plagt der innere Geist, dass der irgendwann trotzdem wieder auftaucht. Was aber überhaupt keinen Sinn machen würde. Da sind wir. Wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. So. To the left oder to the right? Gehen wir mal rechts rum. Ich schätze, wir müssen links rum. Aber ich habe keine Ahnung. Ich finde es krass, wie das alles so richtig krank zugewachsen ist. Ja gut, da haben wir schon, dass es da nicht weitergeht. Drehen wir gleich rum. Ich glaube, bluttechnisch gibt es ja sowieso niente. Ja, die PS4 steht halt. Wo die steht, also Luftlinie steht sie schon einen Meter weg vom Rechner, ne? Also vom Mikrofon. Aber gut. Ich meine, wir haben das Grab bei Joel, wir haben die Cutscene gehabt. Das hätten die gecheckt, wenn es überlebt hätte. Das hätten die gecheckt. Kann man da vielleicht rein? Ja, nice. War sein. Ja. War nicht explizit da gestanden, aber ich habe einfach mal spekuliert. War nicht Ellie die Bogen schießen konnte? Haben wir nämlich auch noch nicht gefunden, den Bogen. Das Starfire Kids. Lesen, wenden. Echter Name Emiro und Sora Hoshi, 6060 Society of Champions. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emiro und Sora Hoshi einen Meteoriten in den Wäldern von Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten sie beide die Kraft der Astrokinese, die Fähigkeit, Sternenlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden daraufhin von der Society of Champions in Gewahrsam genommen und Tesseract unterwies sie darin,
die Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Seine übertrieben besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein dem Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Helden. Ich finde es so schwer geschrieben, ne? Also so schwer dann auch gleichzeitig zu lesen. Puh. Ja, Stadtkarte. Yes. Okay, willkommen in Seattle. Danke, Amen. Was ist denn jetzt das? Und Downtown Zentrum. Oh, das ist das Zentrum. Downtown, freilich. Ob es uns was bringt. Puh, was immer, wo wir jetzt sind. Legend ist auch in your position stehen. Ach, keine Ahnung. Sonst ist hier nichts mehr. War was Gutes da drin? Yes. Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ich werde jetzt ja nicht jeden Kofferraum absuchen. Die sehe ich dann irgendwo auch nicht gerade ein, bei 1000 Fahrzeugen. Oh Gott, oh, habe ich gar nicht gesehen, nicht so schnell. Hier im Fenster bringt ja nichts. Sieht verlassen aus. Ein bisschen was, ja, aber. Ja. Reicht das Kabel, das HDMI-Kabel nicht. Wird auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Ich will nicht gerade, ob da oben. Ob ich da nicht lieber zu Fuß laufen sollte. Aber ich glaube, da komme ich eh nicht hin. Aber gut. Ich könnte mal was probieren, was das Mikrofon betrifft. Aber müsste man sagen, ob es leiser wird oder nicht. Gib mir mal kurz. Ja, nee, das macht die Rauschgeräusche nicht weg. Das macht es bloß leiser an sich. Ich weiß ja nicht, das rauscht ja so auch nicht. Ich hab's ja bloß neu eingestellt. Was, ja, kurzzeitig war es jetzt leise, es müsste wieder gleich laut. Oh, ist das die Quarantäne? Laut sein. Yep. Schau mal nach oben. WLF. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Wir sind da. Zumindest sind wir hier richtig. Yes. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Kurz in den Van schauen wir. Meistens ist der hinten oder an der Seite irgendwo offen. Dieser. Ne, es war bloß dieses. Die Reflexion von dem silbernen oder von dem Alu. Okay, hier wird es wahrscheinlich reingehen. Definiere oben in der Mauer, Alter. Ja. Ja, gut, das habe ich vorhin schon gesehen. Wie wir da raufkommen. Der hat Schrack vielleicht. Wir müssen links rum. Wir müssen links rum. Da können wir was drin liegen. Haben wir jetzt eigentlich. Ach ja, guck mal, jetzt geht's nämlich los. Ach, das ist jetzt Viereck! Ach, Gottes Willen. Das ist jetzt aber was Neues. Oh ja, guck mal. Tagebuch. Warte. Warte, das hat man schon. Das hat man schon. Idaho Falls. Dean hat heute drei Hasen gefangen. Ihre Schwester hat ihr mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv, aber ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen.
Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns Boys. Keine Ahnung. Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dina sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gern eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also Daumen drücken. Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Wir sind auf jeden Fall 2 Wochen jetzt nach Seattle geritten. WLF, Eindringlinge werden sofort getötet. Ich wollte um mich den hier gerade nehmen, aber ich bin mir nicht drin. Wenn du zum Tor kommst, suche einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Was Kilo? Das kommt von Tommy wahrscheinlich die Notiz. Welches Kilo? Gras oder was? Okay, lol, der ganze Serverschrank. Da ist noch mal so ein Laster. Wenn ich jetzt so halt auch noch Sachen absuchen muss, dann ist das ja richtiger Gaudi. Das ist bloß ein Licht, ne? Ja. Also, ganz ehrlich jetzt mal, ne? Wenn ich jetzt jeden Quadratmeter so absuchen muss, viel Spaß. Hab mal jetzt gesehen, was geblinkt hat. Ey, aber sonst ist das ja schon nicht so. Kann man da außen drauf und außen dann hoch? War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Ja. Phedra, Stufen der Infektion. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen, schnell und wendig. Infizierte der Stufen 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs, nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifer der Opfer und angreifende Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echo-Ordnung auf. Auf Abstand bleibt. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern, nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Heißt er noch Bloater. 3 ist Klicker, sieht man unten links. Stalker sind dann... Die Zweier, weil die sich verstecken, müssten ja sein, ne? Haben wir ja fast schon mal genauso gelesen im Kontext. Und das Einzige habe ich leider im Let's Play nicht gefunden, wo der scheiß Zettel gelegen war. Wo ist dieses blöde Kilo, von dem der gesprochen hat? Aber wir müssen da wahrscheinlich eh hin, ne? Ich wollte mal unter den Schrank schauen. Ach, keine Ahnung. Oh, da unten liegt was. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston.
Vorher liegt hinten noch was. Da, Alter, echt ne. Ne, warte mal. Das ist gar nichts, ne? Das war gar nichts. Da kommen wir nicht hoch. Ne, 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 ne. Ich brauche keinen Tipp. Ich weiß aber, ich immer so. Wenn ich schon mal unten bin, dann schaue ich gleich nochmal da hinten nach. Wo jetzt da nichts drunter liegt. Ne. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal wirklich hoch. Dass wir mal ein bisschen weiterkommen noch. Also spektakulär ist das jetzt alles hier auch nicht. So, das hier drauf. Hier drauf. Hier hoch. Nein. Och, komm ey, ich hasse es. Die Sprünge, ne, die sind jetzt eigentlich nicht schwer, aber irgendwie doch. Und nochmal. Oh. Ist hier wenigstens ein direkter Durchgang? Ja. Ah! Ja, aber warum haben wir kein Muni mehr? 9 plus 0? Danke. Ah, guck mal einer an. Die wird bestimmt nicht abbrechen. Okay. Aber wir dürfen mal zuerst, ist was ganz was Neues. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Das ist ja bestimmt eine gute Idee. Ja. Ja, hoffentlich speichert der, hey. Alter, was zum Fuck ist denn das jetzt hier schon wieder für ein Weg? Nix balancieren. Geht auch so. Muss ich überhaupt jetzt da hoch? Warte mal. Ich muss doch da rüber, ey. Hä, was mache ich denn da? Komm ich da drüber? Habe ich schon verstanden. Puh, letzter Step, oder? Muss ich ja direkt jetzt neu springen? Ey, bitte nicht. Alles gut. Huh. War noch echt knapp. Ja, willkommen in Seattle. Scheiß, die wandern. Hier sehe ich zumindest schon mal keinen. Ja, gut, da schon die Feld jetzt da runter. Kann man nicht hier irgendwie. Okay. Das musste ich jetzt machen, hätte ich vorher jetzt nicht gemacht, aber ich musste. Ich glaube jetzt nicht, dass die uns jetzt sofort Leute an den Kopf schmeißen, oder? Wobei, jetzt haben wir einen Stein gefunden. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal nicht die Scheibe einschlagen, oder? Gehen wir kurz außen rum, also wir kommen nicht außen rum. Ja, wer hat's gedacht? Moment. Wer hat was gedacht? Geht doch. Ja, geht nicht. Dann machen wir erstmal da auf. Ich gehe wahrscheinlich bloß mit Strom, aber wir müssen es. Yes. Geht bloß mit Strom.
Also wir probieren mal das Ding. Okay, wie krieg ich dich an? Und den Stein benutzen. Schön, wie das Glas noch nachbricht, wenn wir da durchlaufen. Ah. Oh Gott. Okay. Haupttor 0512, Nord 01382, Nord 1, Ost 1, Ost 2, 35045, WE, West 1, 6128, West 2, 0451, wenden. Ein großer Einsatzschiff befohlen. Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Hol das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kumpel und bringst zum Versteck in das Serevina-Basis. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt hin. Zunächst mal. Jetzt machen wir schon mal da auf. Stimmt, da war was. So. Dann würde ich sagen, wir machen mal da auf. Das ist mein Generator. Da war Generator gestanden. Gut, dass ich den nicht gesehen habe. Nein, 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 erstes Kabel, erstes. Wo ist eigentlich scheißegal, ne? Das ist aber ein Gerät. Ja, genau jetzt. Der Rest des Kabel anstecken können, ja. Oh, Mist. Stark Strom. Sieht man doch schon am Kabel. Geht jetzt das große Tor auch auf? Weil das bringt mir jetzt ja noch nichts. Oh. Alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Das könnte dann der andere Block sein. Das ist zugewachsen. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu holen. Dann war der Stein tatsächlich nur... Für die Scheibe einschlagen, dass man da weiterkommt. Da ist noch ein Stein außen. Ah ja. Ah, nix. Ah ja, aber da steht Main Gate vorne drauf. Auf dem, ja, Schild. Das nehmen wir noch kurz. Naja, nehmen wir nicht mit. Das ist andere Frage. Komme ich jetzt da rinder? Da war glaube ich nichts mehr. Außer oben rum oder ich komme links durch. Was ich jetzt mal eher glaube. Das ist der Stein, den wir gesehen haben. Ah ja. Achso, nix. Ah ja, das ist nur so. Jetzt müssen wir jetzt den Genny rüberschieben oder. Weil wir haben hier so eine Britsche, ich glaube, die geht nicht mehr. Was ist denn da? An, da steht verschlossen. Ja, okay, das ist alles verschlossen. Ich meine, wenn ich die Scheibe einschmeiße, gewinne ich ja nichts. Ich komme von der anderen Seite rein, also ich kann höchstens den anderen Eingang. Wenn ich jetzt da durchschmeiße, habe ich dann was gewonnen? Da habe ich was gewonnen, ja. Wenn du die Waffe nimmst und mit dem Schaft dagegen haust, müsste es genauso gehen. Gerade mit der Reifel, dann hast du wegen Abstand nämlich auch noch. Ich hoffe mal, dass ich richtig bin. Oh ja, guck mal. 9 Teile, also Schrauben, 17 Pillen und nochmal Aluhol. Das war dann wahrscheinlich gar nicht der Ding. War so die halbe Messertür, kann man das auch schon nennen.
Jetzt wissen wir trotzdem nicht weiter, wo der Hauptgenny ist. Jetzt wissen wir bloß, dass wir haben den Main Gag von mir brauchen, einen Genny. Also den konnte man aber, glaube ich. Das ist. Hä? Okay, der Strom geht zu dem Gate. Kann ich den jetzt schieben oder nicht? Scheiße. Ja, Kabel, lang genug. Was habe ich überhaupt gedrückt? Hä? Und kriege ich jetzt das Ding da weg? Das hat einen Platten nur so, ne? Ja, oben drüber schmeißen. Ja, muss man mal denken. Ja, wo ist denn jetzt das Ding? Scheiße, da. Da hinten ist er ja. Ja, ich würde mal sagen, da ist Platz. Ja, ein wenig Luft ist noch. Ein bisschen, aber echt nicht viel. Da, guck mal, der Stein ist respawned, glaube ich. Leute, ich habe den jetzt nicht mehr da aufgenommen, ne? Oder habe ich A gedrückt? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, jetzt halt aber. Oh, 3, ich muss jetzt da wieder drücken. Enter Pass. Ach komm, Alter. Okay, welches Tor ist denn das jetzt? Welches Tor ist das? Osten oder Westen? Scheiße, wir haben die Codes hier. Geht das nicht die ganzen Codes durch? Soll ich verarschen? Main Gate 0512, ich glaube, das müsste fast sein. Ja. Danke. Gut gemacht. Shit. Hey, los. So, den zieht halt etwas Strom, ne? Ja, das war unser Puzzlespiel. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Dann los. Bin zwar Freund von alles absuchen, aber das ist immer dann fast ein wenig zu viel. Also alles ablaufen wäre es dann parallel in dem Fall. Weil wenn es alles abläuft, dann sitze ich da ja morgen noch. Also heute ist sowieso schon wieder morgen. Seravina. Da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Gate East 2, haben wir auch einen Code zu. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei. Hedra-Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Da müssten wir fast durchkommen. In Boston hätten sie die für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Codesets sind echt verlockend. Ich schätze mal, da müssten wir... Hast du den Code? Auf diesem Zettel stehen einige. Ja, schau mal gleich nach. Aber wir brauchen zuerst Strom für
vor. Ach, auch mal wieder. Gut, dass hier alles... Oh, wir brauchen das Pferd, glaube ich, erst einmal. Gut, dass es schon automatisch herkommt. Es ist nichts für mich? Oh, ist was? Ich wusste doch, ey. Gibt's doch sofort als Einblendung. Disaster Response Agency. Volkszählung. Oh Gott. Juni aufgenommen 20, abgelehnt 5. Ausgewiesen 10. 17. Keine aufgenommen seit Oktober. Sergeant War. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinie durch die WLF zusätzlich zu den Angriffen der Infizierte und den Sporenverseuchungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für Neubewerber verschlossen. Um die angespannte Versorgungslage zu entlasten, fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Leutnant, Lieutenant, was auch immer, Torres. Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Das müsste unser Genny fast schon sein. Okay, dann mal los. Ich finde diese neue Anzeige ziemlich... Hä? Hä? Kein Sprit. Kein Benzin mehr.